Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Ich kann es nicht lassen, diese Aussage immer wieder zu wiederholen, weil ich denke, dass das für unsere Gemeinden auch hier in Pasing ganz wichtig ist, dass wir auch eine gute, gläubige Atmosphäre haben. Und das sollte ja auch in dem Lied ein Stück zum Ausdruck kommen. Jesus, unser Trost und Leben. Und es hängt ein klein bisschen mit dem zusammen, was ich jetzt ausführen möchte in der Predigt. Ich lese aus Hebräer 10, die Verse 35 bis 39 und Kapitel 11, Vers 1. Hebräer 10, ab Vers 35. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Vers 39. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Die Mitglieder einer christlichen Gruppe waren enttäuscht. Sie wollten miteinander neu den Glauben leben, bewusster und füreinander offen sein und auch echt Nächstenliebe üben. Doch gleich beim ersten Treff empfand man eine sehr angespannte Atmosphäre. Vereinbart war zuvor, dass jeder über sich selbst etwas sagen würde. Was dann gesprochen wurde, wirkte so abgesichert und vordergründig, dass man einander fremd blieb wie zuvor. Fast alle gehörten schon jahrelang zu jener Gemeinde und wussten trotzdem fast nichts von dem, was Einzelne im Innersten bewegte. Bis sich eine Frau zu Wort meldete, sie war das erste Mal in diesem Kreis, und sagte, die ganze Zeit über ist mir Hundeelend zumute. Ich habe mit euch wohl nichts gemeinsam. Ihr erzählt von glücklichen Ehen. Wir haben uns zu Hause gerade mal so über die Runden gerettet. Ihr sprecht von einer unbeschwerten Kindheit. Die meinige war schrecklich. Eine dauernd bevormundende Mutter, die nicht loslassen konnte. Ein liebloser Vater, der uns nie einmal in den Arm genommen hätte. Ihr seht, ich passe nicht in diesen Kreis. Ihr seid ja alle so vollkommen. Dieses offene Wort, liebe Freunde, veränderte die Atmosphäre in diesem Kreis. Andere Teilnehmer räumten jetzt auch ein, dass ihr Leben durchaus nicht immer so perfekt und so reibungslos verlief. Und als die Masken der zur Schau gestellten Vollkommenheit fielen, da wurde die Kommunikation auf einmal viel mehr echt. Es gelang den Anwesenden, auch eigene Gefühle beim Namen zu nennen. Sie wurden solidarisch und ihre Gebete sehr konkret. Immer mehr fanden sie im Wagnis eines solchen Austauschs zueinander und wurden in ihrer Offenheit zugleich auch in einer gewissen Verwundbarkeit gesegnet. Und noch etwas lernten sie in diesem Miteinander, nämlich, dass jeder Nachfolger Jesu Christi bei aller Kenntnis biblischer Lehren immer noch am Wachsen ist. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, unsere Botschaft heute aus der Heiligen Schrift spricht für Menschen, so glaube ich, die mit einer Überzeugung begonnen haben, begeistert Jesus gefolgt sind, aber im Lauf der Zeit enttäuscht oder mutlos wurden. Solchen wie eigentlich jedem Adventgläubigen möchte ich nach der Überschrift
unseres Bibelabschnitts, wie er in Hoffnung für alle einer modernen Übersetzung angegeben ist, Mut machen, halt an der Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, denn Gott steht zu seinem Wort. Dazu ruft der Apostel in Hebräer 10 auf und erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass wir ja durch den Opfertod Jesu Christi freien Zutritt haben zu ihm, unserem treuen himmlischen hohen Priester im Heiligtum, wie es das Neue Testament sagt. Und das ist viel mehr als zum Beispiel irgendwelche prophetischen Berechnungen, so interessant auch diese sein mögen. Wenn ich das mit unserer einleitenden Begebenheit vergleiche, dann gilt dieses Anliegen vor allem quasi einem neuen Weg, auch heutigen Nachfolgern, um einander in Liebe und guten Werken zu motivieren. Es wäre sozusagen enttäuschend für den liebevollen, barmherzigen Gott, wenn seine Gläubigen die Gemeinschaft mit ihm nicht auch auf ihre Beziehung untereinander übertragen wollten. Recht hat er, zumal wenn man oft beobachten muss, wie schwer die Liebe Jesu umgesetzt werden kann. Und zwar, weil das zu tun hat mit unserer Herkunft, Kultur, Erziehung, Bildung, mit subjektiven Erlebnissen, mit Temperamenten, die wir haben, mit persönlichen Ängsten zuweilen. Und das hat manche Gläubigen sozusagen zu Schwarzsehern gemacht. Da könnte das angebliche Augustinuswort helfen. Aus einer Kalenderandacht erfuhren wir letztes Jahr, dass das ein anderer Verfasser war, aber bekannt ist es unter Augustinus. Und das ist dieser bekannte Spruch: im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit, über allem die Liebe. Da ist etwas zusammengefasst, was für eine Gemeinde, für ein Gemeinwesen überhaupt ganz wichtig ist. Doch wenn wir uns nun direkt unserem Predigttext zuwenden, liebe Schwestern und Brüder, dann habt ihr es vorhin sicher gemerkt, da steht gleich dreimal das Wort aber. Geduld, aber habt ihr nötig. Ich muss mir das auch selber sagen manchmal. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Normalerweise setzen ja wir Menschen das aber, nicht? Wenn wir zum Beispiel Zweifel haben, wenn wir mit mancherlei Ereignissen nicht zurechtkommen im Leben, auch persönlich, wenn wir nicht so leicht damit umgehen können und womöglich manchmal fragen, wo bleibt Gott und warum er uns anscheinend oft auch hängen lässt. Subjektiv empfindet man das sicher so. Doch dann tun wir uns oft auch schwer, unsere Empfindungen nach außen zu kehren. Vielleicht, wenn wir das zugeben vor anderen, wenn wir das zeigen würden, würden wir missverstanden, verurteilt, abgestempelt. Es ist doch in unserer Gesellschaft üblich und in der Gemeinde nicht ganz anders, keine Schwäche zu zeigen. Und falls man womöglich von Mitgläubigen schief angesehen wird, schmerzt das ganz besonders. Hier beginnt für manche Menschen der sogenannte stille Exodus, ein unbemerkter, allmählicher Rückzug aus der Gemeinschaft, den Dr. Treder vor Jahren in einem Buch beschrieb. Hiob im Alten Testament mag solche Enttäuschung empfunden haben, als er ganz am Boden war, dessen Freunde ihm wie Ankläger entgegenhielten, er müsse wohl an seinem Unglück selber schuld sein. Doch solch leidige Tröster, wie es in der alten Sprache heißt, wie er es formulierte, sind für angefochtene Menschen keine Hilfe.
Jesus hat sich gegen solch ein verurteilendes Denken gewandt und deutlich gemacht, dass es nicht immer um die Schuldfrage geht, wenn ein Mensch in Not ist. Vielmehr, ich denke an das Beispiel von Johannes 9, wenn es jemand nachlesen will, dann geht es darum, dass die Ehre Gottes herausgestellt werden darf, wo jemand geholfen wird. Und Paulus schrieb ja an die Galater, Kapitel 6, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Helft als geistliche Menschen einander zurecht. Das soll allerdings in liebevoller Zuwendung geschehen, ohne irgendwelche Erwartungen, Verurteilung, Kritik oder Ähnliches, oder dass man hinter dem Rücken redet und so. Auch im Neuen Testament, ihr Lieben, ist dieses Thema Zweifel, Entmutigung nicht tabu. Da finden wir Johannes den Täufer im Gefängnis. Nach all dem, was er geglaubt und verkündigt und bezeugt hat und als ehemaliger Schöffe vor Gericht für einen jugendlichen Strafgefangenen, stelle ich fest, das sind die heutigen Gefängnisse im Vergleich Hotels. Johannes sehnt sich in seinem Schmerz und seiner furchtbaren Einsamkeit nach Klärung und Beistand. Und irgendwie schafft er es auch, jemanden zu Jesus zu schicken mit der Frage, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und der Heiland kritisiert ihn nicht etwa wegen Kleingläubigkeit, der Begriff ist woanders schon aus seinem Mund mal gekommen, sondern er nimmt das Problem des Johannes ganz ernst und antwortet, wie bekannt, geht hin, sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, also gesund, Taube hören, Tote stehen auf. Dann fügt er noch hinzu, und selig ist, wer sich an mir nicht ärgert. Ich habe das früher nicht so recht verstanden. Weist Jesus nicht auf Dinge hin, die dem Jünger sowieso schon längst bekannt waren? Aber ich denke, wenn du so am Boden bist, hilft vielleicht nur noch die autoritative Bestätigung, unsere Sache ist keineswegs verloren. Im Gegenteil, da geschehen doch laufend Wunder von Gott. Und in der Tat, er will auch dir nahe sein. Liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Freund, liebe Freunde. Er will dein Retter sein, der schon so unendlich viel für uns getan hat. Viel später formulierte einer unserer Liederdichter, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner, von Gottes Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Und noch ein Beispiel, Jerusalem, eine Woche vor der Kreuzigung, Jesus wird umjubelt von einer riesigen Volksmenge beim Fest. Das müssen doch auch die Emmaus-Jünger mitgekriegt haben. Wenige Tage danach reden sie unterwegs mit einem scheinbar Unbekannten von Jesu Tod und fügen ratlos enttäuscht hinzu, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Erst ein bisschen später, als sie miteinander dann aßen und tranken, offenbarte sich Jesus und sie merkten, dass er es ja war, der Auferstandene. Liebe Freunde, wenn ich nun das Wort Enttäuschung wörtlich nehme, dann steckt darin sprachlich ja auch der Begriff Täuschung. Und ich frage mich, wer hat denn hier wohl wen getäuscht? Etwa Jesus, seine Jünger? Oder haben sie sich selbst getäuscht? Vielleicht mit einem zu eng gefassten Vorverständnis.
Manchmal passiert heute sowas auch, indem zum Beispiel aus Gottes Wort Teile aus dem Zusammenhang gerissen werden. Oder man, ich sag mal, mit einer falschen Brille unbiblischen Traditionen mehr Beachtung schenkt. Und gerade extreme Glaubensvorstellungen sind oft Resultat einer eigenartigen oder einer eigenwilligen Mischung biblischer Wahrheiten plus menschlicher Fehleinschätzung. Andererseits sind Enttäuschungen, das sollten wir realistisch sehen, ein ganz normaler Bestandteil unseres Lebens in dieser Welt und im Glauben. Die einzige Möglichkeit, im Glauben niemals enttäuscht zu sein, wäre, diesen aufzugeben. Das erschien mir etwa so vernünftig, wie wenn man das Essen aufgäbe, weil man sich dabei ja auch mal den Magen verdirbt. Wenn Gott mich jedoch sagen lässt oder mir sagen lässt, halt an der Hoffnung fest, dann könnten jene drei Aber, von denen wir hörten, ja auch eine Hilfe sein. Ich muss mich nicht von jeder negativen Sache gleich so beeindrucken lassen. Und ein risikofreies Glaubensleben gibt es nicht. Doch wir könnten es mit Risikobegrenzung versuchen oder einander durch positive Glaubenserlebnisse den Druck wegnehmen. Und was man persönlich erlebt hat, das nehmen andere einem auch eher ab, als was man nur argumentativ vielleicht jemand erzählt. Wenn ich von mir selbst sprechen darf, dann, wie angedeutet, brauche ja auch ich noch mehr Geduld, um manchmal auf Lösungen zu warten, die Gott irgendwann doch schickt. Wo ich aber wegen anderen Menschen enttäuscht bin, da habe ich gelernt zu sagen, ich habe es schmerzlich gelernt, weil jemand das über mich mal sagte, das ist nicht mein Problem, sondern deren Problem. Außerdem darf ich ja vergeben. Und Vergebung übe ich nicht bloß für andere, sondern ganz stark auch um meiner selbst willen, damit ich wieder locker und frei werde. Mir gehen manchmal nachts Gedanken durch den Kopf, brauche nur ein Stichwort mir einfallen, dann kann ich eine Stunde nicht einschlafen. Was mache ich? Dann gehe ich in mein Arbeitszimmer und da ist eine Kiste und da sind viele, viele Zettel. Und dann lege ich einen dazu und schreibe mir das Problem auf und tue es da rein. Und vielleicht komme ich irgendwann mal zurück, um das zu klären. Vielleicht vergesse ich es auch und brauche es dann nicht mehr. Aber ich habe es für den Abend vergessen und kann wieder schlafen. Ist das zu billig oder ist es eine Möglichkeit? Mir hilft es. Gottes Wort ermutigt uns. Werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten. Und weiter schreibt Paulus, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und uns anreizen zu Liebe und guten Werken. Ich möchte damit noch die Wichtigkeit unterstreichen, mit angefochtenen Leuten helfend, ehrlich und liebevoll umzugehen. Manchmal gibt man ja noch eins drauf durch Kritik, ja, selber schuld oder hättest du es anders gemacht. Das würde dem Helfenden ja, dem Leidenden ja nicht helfen. Aber es tut auch dem Helfenden gut, wenn er anderen etwas Gutes tut. Wir können uns frei nach Galater 6 vom Heiligen Geist trainieren lassen, zu merken, zu beobachten, zu sehen, wenn ein Mensch am Boden liegt, um seine Last tragen zu helfen und sie oder ihn nicht noch stärker in eine notvolle Situation hineinzutreiben. So können wir vor dem und mit dem leben, der nicht täuschen oder enttäuschen kann. Und wir dürfen das in innerer Freiheit tun, weil auch wir selbst Gott nicht täuschen können, von dem im 139. Psalm zum Beispiel geschrieben steht, Herr, du kennst mich, du verstehst meine Gedanken von ferne, du siehst alle meine Wege
dass dieser Gott, dieser Herr, ihn dennoch von allen Seiten umgibt, dass er wirklich in väterlicher, herzlicher Liebe zu ihm steht, ist für David, der das schrieb, so wunderbar und hoch und unbegreiflich, dass er das nicht richtig nachvollziehen kann. Auch für uns selbst oder von uns selbst erwartet Gott keine vollkommene, perfekte Leistung. Und schon gar nicht, glaube ich, eine vollkommene, perfekte Erkenntnis. Aber er freut sich gewiss über unsere möglichst weitreichende Liebe, offen, herzlich zu sein, unser für ihn geöffnetes Herz und ein Glaubensleben in möglichst fröhlichem Vertrauen. Ich denke, es muss bei unseren Glaubensvätern, den Vorfahren im Glauben, so ähnlich gewesen sein. Und weder in der Urchristenheit noch in den ersten Tagen der Adventbewegung war das Leben der Pioniere perfekt. Sie beeindruckten dennoch ihr Umfeld. Und es bewahrheitete sich der Satz, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht oder noch nicht sieht. Was ihnen dann allerdings 1844 passierte, ich erwähne mal dieses Datum einfach so, das wäre nicht geschehen, wenn sie nicht solch ein großes Verlangen nach dem Reich Gottes gehabt hätten. Doch sie waren nun enttäuscht und nicht mehr getäuscht und haben deshalb weiter geforscht und von Gott zusätzliche Erkenntnis bekommen. Ja, um eine große weltweite Glaubensbewegung zu werden, von manchmaligen Mängeln der Gemeinschaft einmal abgesehen, die es überall gibt. Solche Erfahrungen lassen auch mich für meinen persönlichen Glauben weiter hoffen. Und ich halte es für wichtig, dass man uns Adventisten unsere Hoffnung anmerkt, dass wir optimistisch sind und denken, dass wir Möglichkeitsdenker sind oder werden, die sich nicht mehr durch negative Dinge blockieren lassen, die Trendsetter werden für ein Leben mit Jesus. Unvollkommen zwar von der menschlichen Seite noch, aber in Gottes Augen vollkommen durch den Sohn Gottes. Mit ständigem Suchen nach Schuld oder Schuldigen für alles, was misslingt, mit vergeblichem entmutigenden Bemühen, Dinge aufzuarbeiten, anstatt fröhlich miteinander unseren Weg zu gehen und Gottes Auftrag zu folgen. Im negativen Fall fördern wir nicht die Gemeinschaft, sondern Trennung und Resignation. Liebe Freunde, wenn jemand zum Beispiel in ein Loch geraten ist, helfen keine Schuldzuweisungen, sondern dass wir denken und handeln ähnlich wie Gott. Von ihm wird berichtet in Psalm 40 durch David, wie er ein Verunglückter war. Und dann heißt es, ich harrte, ich wartete des Herrn. Er neigte sich zu mir und hörte meine Stimme. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Und nach Johannes 10 sieht Jesus einen Teil seiner Aufgabe darin, dass seine Jünger ein erfülltes Leben führen dürfen. Somit auch, ich glaube, ein frohes Leben. Und dann gilt, wir brauchen nicht zurückbleiben. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung von Gott hat. Vertrauen beseitigt auch Ängste. Und wo ich Unrecht erleben musste, gab es folgende Lösungen. Ich nenne mal schnell ein paar Punkte, ganz profan. Erstens loslassen und beten, mein Problem Gott übergeben und bitte nicht mehr zurückholen. Zweitens vergeben
ohne dass daraus in jedem Fall immer gleich eine Freundschaft entstehen muss. Menschen sind da unterschiedlich. Drittens, ich sage mal, cooler werden und sagen, das ist nicht mein Problem, sondern anderer Leute Problem. Ich muss das nicht alles auf mich nehmen. Viertens, was ich mache, dass man seine Probleme aufschreibt und irgendwo vielleicht deponiert oder gleich wegwirft, wenn man will, wenn man es kann. Fünftens, mit jemand Vertrautem darüber sprechen. Dazu gehört auch, dass wir Leute brauchen oder Leute sind, die schweigen können und nicht das dann weitertragen, was uns anvertraut wurde. Und sechstens, unlösbare Probleme, das mache ich so, auf die Zukunft verschieben. Sie werden spätestens im Reich Gottes, in Gottes neuer Welt gelöst sein. Liebe Freunde, falls ihr es vielleicht ähnlich sehen könntet oder nachvollziehen könntest, dann befinden wir uns in einer guten Tradition mit dem Glaubensvater Abraham, von dem und zugleich vom alttestamentlichen Gottesvolk in Hebräer 11 gesagt wird, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und bemerkt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Für Abraham hatte sich zum Beispiel die Verheißung einer großen Nachkommenschaft doch erfüllt. Doch um das Land, in dessen damaligen Grenzen man die Erfüllung erwartete, wird, wenn ich es richtig verstehe, heute noch vergeblich gekämpft. Hat Gott sein Versprechen nur teilweise eingelöst? Ich denke nein, sondern die Hoffnung des Glaubensvaters war ja zuvor so beschrieben worden, durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Auch wir sehen manch Gutes und Gottgewolltes nur von Ferne. Und im übertragenen Sinne grüßen wir es manchmal, indem wir uns danach sehnen, darauf warten und hoffen und es glauben, dass es bald eintrifft. Und das ist eigentlich unser adventistischer Glaube. Die Vollendung steht noch aus, wie bei Abraham, der im versprochenen Land ein Fremder blieb. Oder bei Mose, der die verheißene Stadt nur von Ferne sah. Darum, so schlussfolgert der Hebräerbriefschreiber, werft doch euer Vertrauen nicht weg. Ihr werdet reich belohnt. Habt noch ein wenig Geduld. Bald ist alles gelöst. Und dann heißt es noch, wir gehören doch nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen, vielmehr zu jenen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben gewinnen. Gott ist immer dabei. Er lässt sich nie wirklich hängen. Und ich freue mich voller Zuversicht auf seine neue Welt. Mittlerweile wünsche ich mir nach einem Gedicht und ich wünsche es auch jedem ganz persönlich Hoffnung, Mut, Zufriedenheit, Sicherheit, Liebe, auch das Gefühl, geliebt zu sein von Gott und von Mitmenschen und somit ein gläubiges Vertrauen. Wenn wir nachher noch einmal einen Solo-Gesang hören, das Arioso von Händel, dann ist das so der Rückblick auf das Volk Israel, die auch wie Abraham und andere auf ihn vertraut haben. Ihr kennt vielleicht dieses Gedicht, das ich hier abschließend zitieren möchte. Da schreibt jemand, eines Nachts hatte ich diesen Traum.
Ich ging mit meinem Herrn, mit Gott am Strand entlang. Vor meinen Augen zogen Bilder aus meinem Leben vorüber. Und auf jedem Bild entdeckte ich Fußspuren im Sand. Manchmal sah ich die Abdrücke von zwei Fußpaaren, dann wieder nur von einem. Das verwirrte mich. Denn ich stellte fest, dass immer dann, wenn ich unter Angst und Sorge und dem Gefühl des Versagens litt, nur die Abdrücke von einem Fußpaar zu sehen waren. Deshalb wandte ich mich an Gott. Herr, du hast mir versprochen, du würdest immer mit mir gehen, wenn ich dir nur vertrauen würde. Ich habe aber festgestellt, dass gerade in Zeiten meiner schwierigsten Situationen nur eine Fußspur im Sand zu sehen war. Wenn ich dich am dringendsten brauchte, warum warst du dann nicht bei mir? Da antwortete mir Gott, der Herr, immer dann, wenn du nur ein paar Füße im Sand gesehen hast, da habe ich dich getragen. Amen. Wir beten noch gemeinsam, bleibt bitte stehen. Es ist ein Gebet in Gedichtform. O Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass nur ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass bloß ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass allein ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer vergibt, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Ja, guter Gott, unser lieber Vater im Himmel, du hast versprochen, wer an dich glaubt, dem willst du ein neues Herz einsetzen, den willst du verändern. Und so bitten wir dich, nimm diese Veränderung an uns vor, die auch gerade in diesem Gedicht zum Ausdruck gekommen ist, so wie es gerade formuliert wurde, und mach uns auch bereit, dass wir uns verändern lassen. Hab Dank dafür. Amen.